So, bevor das heutige Video beginnt, meine Freunde, möchte ich mich nochmal ganz kurz entschuldigen. Und zwar, es wird leider keine Fragen an mich kommen, denn ich habe die Fragen bei Instagram geklippt, auf mein Handy gehabt, habe es auf mein Handy leider verschoben. Ja, dann hat sich mein Antivirenprogramm angeworfen, gesagt, oh, wir haben eine verdächtige Datei gesperrt. Ich natürlich habe es natürlich nicht gleich realisiert, gesagt so, ja, okay, gut, ist wahrscheinlich wieder irgendwas, irgendein Installer oder so, den er fälschlicherweise als detected und ja, hab's nicht weiter beachtet, hab gedacht, so, ja gut, fäng dich gleich mal aus. Ja gut, als ich dann die Fragen abrufen wollte, waren sie leider nicht mehr da. Mein Antivirenprogramm war anscheinend ein Virus, also unser angeblichen Virus drin, das ist auch sehr hypersensibel. Zum Beispiel tut es auch bei Installern, die einfach nur Dinge, ein ungültiges Package halten, instant gleich weglöschen und so, natürlich so, dass es nicht herstellen kann und leck geil. Und ja, deswegen tut es mir leider echt leid, dass ja, kein FAQ kommt. Werde ich die Fans nicht nochmal nachholen, werde dazu auch nochmal eine neue Instagram-Story machen. Und ja, apropos, folgt mir natürlich gerne auf Instagram. Und was sagt ihr erstens zu meinem neuen Skin und zu dem neuen Intro, das ihr gerade eben gesehen habt? Würde mich natürlich immer auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und ich bin auch tatsächlich gerade schon dabei, ein Projekt zu machen. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen Abstufen bekommen, damit es nicht so einheitlich aussieht, aber ja. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir dann direkt an. Ah, genau, bevor ich fast nicht vergessen. Und zwar, ich habe jetzt einen Kanalpartner, der ist jetzt leider nicht da, der Jilge. Er konnte jetzt leider gerade nicht. Und ja, auf jeden Fall sind jetzt Kanalpartner. Er macht richtig geile Rush-Clips und alles. Könnt gerne mal bei ihm vorbeischauen. Und zwar in dem einen Video zu, ich glaube, Let Me Down Slowly ist es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Dann. Ja, haben wir beide gegeneinander gespielt und ja, er hat mich komplett hops genommen. Auf jeden Fall schaut man wirklich gerne bei ihm vorbei und ja, das war's mit der Voransprache für dieses Video und viel Spaß mit dem richtigen Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und heute habe ich mir mal ein Spielskripter gesucht, das jetzt schon etwas länger bei Google in Trends ist und zwar Scary Teacher 3D. Und also das ist also diese Mrs. T und sie ist die böseste und grausamste Lehrerin auf der ganzen Schule. Und jeder Schüler hat Angst vor ihr und ihren Bestrafungen. Und wir sollen sie jetzt prellen. Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir directly einmal an. Mit dem Ding 100% geladen und ich klicke auf, auf Vollbild machen. Ich hoffe natürlich, er hat meine Tastatur Settings applied. Bin ich mal gespannt. Ja, doch, es klappt. Er hat sie perfekt. Jetzt kann ich interacten. So. Hier leider noch kaum Freiheiten. Place this und cover this. So. Und run away. So. Gut, dann würde ich sagen, dann run wir wirklich mal schön away. Und ich stehe hier hinten einfach noch. Hi, hallo. Und Patsch! Und verdient. Ja, so ärger. So leicht ist es, Lehrer zu ärgern. Wird wahrscheinlich kein Mensch in echt machen, aber. Oh, it hurts so bad. Next Level. Okay, wir sollen ihr Breakfast ruinieren. Dann. Oh, leckere Tomatensauce. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Was ist das? Oder was habe ich eigentlich abgespeichert? Oder mal ganz kurz, muss ich mal ganz kurz nochmal Tastending gucken. Unter C. Mache ich unter, nein, nicht unter Ü, sondern unter P. Speichern.
Fullscreen. Hallo. Und kaufen. Use Lockpick. Jump, alles funktioniert auch. Q ist noch nicht, Drop ist noch nicht freigeschaltet. Meint, ich würde nicht direkt in das Haus, in den Hauseingang hineingehen. Wait a second. Und zwar hätte ich liebend gerne. Hallo? Die Sensitivity auf 100 erhöht. Speichern. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich möchte hier gerne hin. Fullscreen. Genau, dann ist es nämlich ein bisschen. Okay, sie sitzt also gerade. Oh, da habe ich mich leicht geirrt. Ich sollte vielleicht mal wegrennen. Tschüss, ich bin weg. Ich bin's weg. Wieso rennt sie jetzt nach oben? Hä? Ich check sie nicht, aber okay. Bisschen slurfen. Hat die mich gerade kleine Ratte genannt? Hallo? Dürfen sie mich überhaupt beleidigen als Lehrerin? Pick ich den Star auch noch ab. Ach, das jetzt habe ich immer ganz kurz das Problem. Sind wir ganz kurz wieder exiten. Drin ist auch noch eins. Aber noch ist sie oben. Jetzt die Frage, wo geht sie hin? Wo wird sie wohl hingehen? Ich bleibe mal lieber hier. Und beobachte sie einmal eine ganz kleine Sekunde. Okay, gut, sie geht nach draußen, dann würde ich sagen, stürmen wir mal ganz schnell in die Küche rein. Das hier. Hey. Okay. Run away. Okay, ich runne schon. So. Gut. Was geht dir zu? So, Jitle. Gut, das war dezent auffällig. Gut, retry. Let's serve up some trouble by running Mrs. T's breakfast. Und wir haben jetzt hier die 100% und klicken jetzt auf Load. Skip und dann hoffe ich, dass sie hier nichts abgeschlossen hat. So, dann gucke ich auch besser hin, wo sie sich hinbewäscht. Ach, seht ihr mir ganz kurz eine Beardtrapping? Oh, schisch. Dann gehe ich jetzt hier hinten und fange an zu sneaken. Okay, das heißt, hier ist ein Raum neben dran. Okay. So, dann. Nein. Wo geht's jetzt hin? Es geht endlich in die Küche, na super. What? Die hat einen Gang nach oben. Lull. Try ich mal das hier. Oh shit, sie hat mich gesehen. Ja. Ich runne away. Ich mache mal ganz kurz das Fenster zu.
soll nicht rausfinden, wie ich es geschafft habe, in ihr Haus ranzukommen. Hehe. So denke ich, werde ich die Tür eingebracht, dann kann sie schon die Tür abschließen. Zack. Und yummy, yummy, yummy. Wir sind eigentlich spontan bei 8 Minuten. Okay, aber ich sage, machen wir ein Level noch. Multiple has been unlocked. Ja, können wir vielleicht ja mal machen. Wenn ich noch weiß genau, wie es geht und ob ich picken kann, dann könnte ich aber vielleicht einen mit einem von euch der Community zocken. Find a way to mess up for TV. Da habe ich auch gerade eben schon was gesehen. Nämlich das Dancing. Chip und so, dann geht ich mir. Ja. Picked up. Dann drehe ich mal ganz kurz H. Reveal Hint. Das war aber keine Crowbar. Wo ist sie? Was ich gesehen habe, war, dass nämlich hier ein Hammer lag. Okay, ist kaputt. Dann kann ich eigentlich mal ganz kurz fliehen. Scheiße, gedacht ich, genau, jetzt ist die Controller wieder disabled. Jetzt fange ich schnell. Dann spielen wir noch ein Level. Okay, Leute, machen wir ein Level noch. No! What happened to my TV? Oh no, my favorite show. Das war einfach nur ein Standbild, aber okay. Laser, next. Laden. Und ein Level noch. Find a way to ruin her dress. Dann nehme ich meinen Standardeingang, weil Directive wäre ja zu kacke. Ja, sie hat jetzt anscheinend Bock, dann nach hinten zu laufen. Irgendwie. Oder nein, nee, ach gut, sie läuft tatsächlich hoch. Ist das vielleicht dann oben das Ding auch? Beer Trap. Wow, weißt du, direkt hier, Alter. Direkt hier liegt eine Schere. Jetzt nimmt die Frage, wo ist her Dress? Warte, wo soll der Aufgang sein? Also sie ist auf jeden Fall in der Küche immer reingegangen. Jetzt die Frage, in welche Richtung. Es könnte theoretisch, wenn da hinten jetzt eine Tür ist. Okay, sie ist da. Scheiße, sie ist da. Ich schließe mir einfach mal hier ein. Hier ist ein Kleiderschrank. Das war einfach. Dann checke ich mal ganz kurz den Fluchtweg, würde ich sagen, nach hier hinten hin. What? Wie kam er von hinten? Dann machen wir nochmal ganz kurz Replay. Ich weiß jetzt tatsächlich, wo die ganzen Sachen sind. Soll ich nur ein bisschen aufpassen? Hab ich nicht gesehen, dass sie mich gesehen hat. Ich hatte schon gehört, okay, sie hat das. Ich wusste nicht, woher kommt sie denn? Ja, skip. Und dass ich auch nicht sprinten kann, ist auch maximal kacke. No, you look not good in everything. Halt die Fresse. Okay, sie ist jetzt da in diesem Room. Jetzt verlässt sie diesen Room. Okay, sie ist hier.
geht's wahrscheinlich wieder ins Bad rein, oder? Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier, fange an zu cutten. Und jumpe dann hier hinunter. Und ah, da. Und hops, leider ist dein Dress kaputt. No. 13 Minuten, okay, würde ich sagen, ist ein gutes Ding. Wir haben jetzt drei Level gespielt, wenn ich es richtig weiß. Ja, drei Level. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, genau. Erst jetzt darf ich meinen Avatar choosen. Claim. Okay. Auf jeden Fall, ist ein geiles Spiel, kann ich euch empfehlen. Wir werden demnächst bestimmt nochmal weiterspielen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Video und ciao, Leute.